Rechten, Iris, und heute gibt es meine Neuzugänge für den Oktober. Und im Oktober sind 5 Bücher bei mir eingezogen. Das sind ein bisschen weniger als sonst. Und es sind auch keine Bücher auf meinen Sub gekommen, weil 2 von den Büchern habe ich schon mal gelesen. Und die anderen 3 habe ich jetzt oder bin gerade noch dabei, die ich jetzt im November zu lesen. Deswegen zähle ich sie nicht mehr auf meinen Sub. Das heißt, ich habe auch keine neuen Subleichen bekommen, was auch gut ist. Und insgesamt habe ich dafür 22,99 € ausgegeben. Und ja, dann würde ich auch schon sagen, starten wir mit dem ersten Buch. Beziehungsweise mit den ersten 2 Büchern, die bei mir eingezogen sind. Zum einen der erste Teil von Shades of Grey, Geheimes Verlangen. Und der dritte Teil, Befreite Lust. Das waren die 2 Teile, die ich weggegeben habe, weil der hier eine Leserille hatte und der hier einen Wasserschaden. Und deswegen habe ich die nochmal neu gekauft, weil für den Umzug waren die zu schwer zu schleppen. Und ich wollte sie mir sowieso nochmal neu kaufen. Deswegen war das nicht so schlimm, die wegzugeben. Und jetzt habe ich sie mir halt wieder geholt. Und die werde ich auch bestimmt nochmal lesen, weil ich liebe die Bücher. Und ich meine, jeder weiß, worum es darin geht. Und ich bin einfach froh, dass ich sie jetzt wieder da habe. Und ja, das ist auch der einzige Grund, warum ich mir die 2 gekauft habe. Und ja. Dann habe ich ein Leseexemplar bekommen vom Carlsen Verlag und da habe ich mich mega, mega drüber gefreut. Das war im Rahmen der Ausbildung wieder und zwar Wütender Sturm von Victoria Aveyard. Und ja, ich habe den ersten und den zweiten mega geliebt. Den dritten fand ich eher so lala. Dazu habe ich auch eine Rezension gedreht und zwar die erste Rezension oder allgemein das erste Video, das ich jemals hochgeladen habe, war zu dem dritten Band von dieser Reihe und ja, jetzt habe ich den vierten hier. Ich lese den vierten immer noch, also das ist der Anfang. Ich bin gerade im Moment auf Seite 118 und ich plane in diesem Buch auch weiterzulesen und ja, mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Es ist der vierte Teil, ich kann halt nicht viel zum Inhalt sagen, weil ich sonst spoilern würde. Und bis jetzt gefällt es mir ganz gut, also der Schreibstil ist ja, so wie ich es gewohnt bin. Also es sind mehrere Sichten. Bis jetzt ganz spannend. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, denn ich war in der Berufsschule und mir sind die Bücher ausgegangen. Und deswegen sind wir alle zusammen in die Stadt gegangen und haben uns ein paar Buchhandlungen angeschaut. Und ja, in einer habe ich mir dann das Buch geholt, auf das ich schon total gegeiert habe, nämlich Am Ende sterben wir sowieso, oder wie es viel, viel besser heißt im Englischen, They Both Die at the End von Adam Silvera. Und dieses Buch habe ich auch schon gelesen. Es hat von mir 4 Sterne bekommen. Im Lesemonat erzähle ich darüber mehr. Ich weiß nur nicht, ob der vor oder nach den Neuzugängen kommt. Deswegen, ja. Also in dem Buch geht es um Matteo und um Rufus oder keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und die 2 kriegen die Nachricht, dass sie eben an diesem Tag sterben werden. Und ja, es ist ein mega Thema, also eine mega Idee, auf die der Autor gekommen ist. Und auch wie er das umgesetzt hat, fand ich richtig gut. Es war nur leider nicht so dramatisch, wie ich es mir gewünscht hätte. Deswegen hat es nur 4 Sterne bekommen und ist kein Highlight geworden, weil eigentlich von der Idee her, wenn man das jetzt noch ein bisschen krasser umgesetzt hätte, hätte das locker ein Highlight werden können. Aber so war es halt dann eben echt gutes Buch. Und das letzte Buch, das ich mir geholt habe, war Im Land des Wassermondes. Ja, von Isabel Beto. Und das Buch spielt 1873 in Brasilien und in dem Buch wird auch aus 2 Sichten erzählt. Zum einen aus der Sicht von Airi. Sie ist ein Mitglied von dem Indianerstamm, der dort angesiedelt ist. Und Hado ist der zweite Protagonist. Er kommt aus Deutschland dorthin und soll dort halt eben arbeiten. Und die 2 begegnen sich und Airi denkt halt, dass Hado ein... ich weiß nicht mehr, wie die Viecher heißen, aber so ein Wasserdelfin ist, in den sich die Mädchen verlieben und der nimmt sie dann in den Fluss mit und so weiter, also irgendwie so. Und sie denkt halt, er ist einer von den Viechern, dass er quasi die Fähigkeit hat, andere Menschen dazu zu bringen, ihn zu lieben, damit sie mit ihm in den Fluss gehen. Ja, so viel zu der Geschichte. Habe ich gelesen, fand ich ganz nett, ich habe dem Ganzen 3 Sterne gegeben. Und wie gesagt, auch im Lesemonat gibt es dann dazu mehr. Und ja, das war das letzte Buch. Ich glaube, das war einer meiner schnellsten Neuzugänge, wenn nicht sogar das schnellste. Das waren das 5 Minuten? Ich glaube nicht einmal. Oder das sind vielleicht 3 Minuten? Ich weiß es nicht. Egal, auf jeden Fall. Was ist mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr Neues im Oktober dazu bekommen habt. Und falls ihr etwas
Oder wenn ihr auch schon Bücher gelesen habt, die ich jetzt gezeigt habe, oder wenn ihr da irgendwas dazu sagen wollt, dann schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, das war's von diesem Video.